Los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen im Raum Mittwald. Wir haben jetzt hier den Vortrag von Matthias Frager, der ein Büro- und Agenturkollege von mir ist. Der, ja, seit gut einem Jahr sitze ich mit ihm in einem Büro in Wien, und er hat mich mit seiner Art, wie man aus Kunden herauskitzelt, wer sie eigentlich sind, was ihr Angebot ist und wen sie damit erreichen wollen, sehr beeindruckt, weil das ist was, was oft Kunden gar nicht so bewusst ist, wie wichtig diese Überlegungen dazu sind, um auf der Webseite ja, das zu präsentieren und die Kunden anzusprechen, die man auch haben will. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht nur für mich spannend, sondern das ist natürlich auch für unsere Joomla-Community, glaube ich, ein interessantes Thema, und den Matthias gebeten, dass er uns da ein bisschen mehr darüber erzählt. Und weil die letzte Ärzteplatte ja sowas wie unser Soundtrack des letzten Jahres hier im Destillatsbüro war, stellt sich natürlich die Frage, wer oder was ist eigentlich dieser Bela? Und über diesen Bela wird uns der Matthias jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen. Ja, schieß los. Ja, ich switche schon mal rüber zu der Präsentation. Ich hoffe, dass Sie alle sehen können. Ja, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ich hier beim Joomla.de etwas erzählen darf, was jetzt nichts mit Joomla zu tun hat. Ein bisschen was Organisatorisches, die Folien gibt es im Nachgang, die werden euch zur Verfügung gestellt. Ich sehe auch den Bildschirm nicht, also ich sehe nicht, wenn ihr nach vorne kommt aufs Podium. Deswegen würde ich empfehlen, die Fragen danach zu stellen. Aber wenn dazwischen wer eine Frage hat, habe ich auch nichts dagegen, dass ich unterbrochen werde. In dem Fall wird die Nadja oder der Florian mich einfach unterbrechen. Und damit geht es auch schon los. Worum geht es heute? Ich möchte einen Denkanstoß präsentieren, der helfen soll, die Homepage entsprechend zu gestalten. Und zwar nicht nur von der Menüführung her, sondern auch von der Struktur einer eigenen Seite. Ich habe einen Workflow, der helfen kann. Erhebe aber damit keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit. Ich habe da mehrere erprobte Vorgehensweisen vermengt in einem Workflow, der zu uns passt. Ich habe davon jetzt auch nichts selbst erfunden, aber vielleicht hilft es euch, selbst einen Ablauf zu finden, um den Content und die Menüführung einer Webseite ein bisschen zu strukturieren. Ist im Prinzip ein kleiner Ausflug ins Marketing, weil die meisten Seiten, die ihr für eure Kunden macht, ja eigentlich auch was verkaufen soll. Das heißt, es geht ein bisschen um Customer Journey. Kurz zur Vorstellung, wer ich bin. Matthias Frager, 47 Jahre alt, in particular order Wiener, Ehemann, Vater. Naja, natürlich zuerst Vater, dann Ehemann. Ich bin Inhaber und einziger Mitarbeiter einer Firma namens Downstairs Affair, eingetragenes Unternehmen, und grundsätzlich mache ich Inhalt. Ich bin Fotograf. Nebenberuflich war ich das lange und seit einem Jahr mache ich das hauptberuflich. Blogge viel, habe mir nichts davon offiziell beigebracht oder Ausbildung dafür bekommen, sondern alles autodidaktisch. Seit 2020 bin ich Mitbegründer und Mitglied von Das Destillat. Das ist eben die Agentur, die der Florian angesprochen hat. Und das erwähne ich jetzt nicht nur zur Eigenwerbung, sondern auch, weil ich damit erklären will, warum der Workflow für die Inhaltsstruktur und Menüführung für uns so wichtig war, weil das nicht so einfach ist. Das Destillat ist der Florian Bauer, der Patrick Köpfer und ich. Wir sind eine Webagentur aus Wien, gleich hinterm Westbahnhof, falls das wer kennt. Wir machen grundsätzlich alles aus einer Hand. Das heißt, bei uns gibt es von der Grafik, Layout, Visitenkarte, Logo, alles, was mit Grafiken zu tun hat. Der Florian Bauer ist zuständig für die Programmierung, selbstverständlich. Joomla, fast. Ich komme aus der WordPress-Seite, das traue ich mich gar nicht laut sagen, aber das wird sich ändern. Und dann gibt es halt von uns Foto und Text und Inhalt allgemeiner Natur einfach noch dazu. Der Vorteil für den Kunden ist, er muss sich nur mit uns beschäftigen. Wir bieten quasi komplette Pakete modular an, und er muss jetzt nicht mit X Agenturen zusammenarbeiten, sondern kommt zu uns, bespricht sein Projekt und kriegt alles von uns geliefert. Für uns ist es eine Herausforderung, weil wir gelernt haben, und es war jetzt auch nicht so, dass wir das von Tag 1 an beherrscht haben, einen Workflow definiert haben oder finden wollten, der die Notwendigkeit unterstreicht, wie man ein Konzept macht, wie man die Struktur erstellt und so weiter.
heißt, wir bekommen den Inhalt, wie es vielleicht bei kleineren, oder wie es groß sind, wir auch nicht, aber bei anderen Agenturen ist nicht über Dritte zugespielt, sondern erstellen alles selbst. Kunden haben wir in ganz Österreich und teilweise sogar Frankreich, Estland, international halt. Genau. Was wir in dem einen Jahr, die wir jetzt zusammenarbeiten, gelernt haben, ist eine ganz wichtige Geschichte, Form follows Function. Das heißt, wir unterwerfen eigentlich das komplette Design und die Struktur der Seite dem, was die Seite liefern soll. Und das ist schon einmal ein wichtiger Ansatzpunkt, weil es für uns nichts bringt, wenn wir eine Seite entwerfen und dann einen Inhalt reinstopfen, sondern wir machen es genau andersrum. Wir machen zuerst den Inhalt und bauen dann die Seite drumherum. Aber im Endeffekt soll es trotzdem eine schöne Seite werden, die dann, und das ist jetzt ein bisschen Marketing, blablabla, effizient zum Call to Action führt. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz von jeder Seite, dass es etwas verkaufen soll, in den meisten Fällen. Außer du hast dann einen privaten Blog oder so, dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ja, wir sind halt im Business und deswegen machen wir das so. Der Workflow ist gewachsen. Und im Grunde ist das schon der Workflow in der Nutshell. Wir machen im Grunde zu Beginn mit unserem Kunden, mit dem Auftraggeber, ein Interview. In diesem Interview stellen wir ein paar Fragen. Ich komme da später sicher noch genauer darauf zurück. Den Zweck der Homepage, den Inhalt der Homepage und die Tonalität. Wie spreche ich mit dem Kunden auf der Homepage, können wir damit bestimmen. Und in dem Interview ergibt sich dann schon einmal eine grundsätzliche Struktur. In dem Fall meine ich die Menüführung, die Unterseiten, die Anzahl der Unterseiten, die man braucht, wie man die logisch aufteilt. Und auch aus diesem Interview leiten wir dann die Struktur von den einzelnen Seiten ab. Könnte man eigentlich jetzt schon aufhören mit der Präsentation, aber ich denke, es macht schon Sinn, wenn ich bei dem einen oder anderen Punkt noch ein bisschen ins Detail gehe. Wie gesagt, unser Starting Point ist der Content. Wir entwickeln die Gestaltung und Struktur basierend auf Inhalten. Und dazu habe ich ein kleines Zitat von einem Buch, das mir beim Workflow definieren sehr geholfen hat. Es gibt in der Präsentation zum Schluss noch eine kleine Literaturliste. In dem Fall heißt das Buch Texten können von der Daniela Rohrig. Das ist auch für Einsteiger in das Texten sehr gut geeignet. Und das Zitat lautet, die Webseite ist das digitale Zuhause von Marken und Unternehmen. Was früher bloß ein schickes Aushängeschild war, ist heute das Allround-Instrument, um Persönlichkeit zu zeigen. Etc. etc. Den Löwenanteil davon erledigen die Texte. Sprich, der Text ist für uns der Grundtreiber für den Aufbau und die Struktur einer Seite. Wie schon erwähnt, am Anfang machen wir ein Interview mit dem Kunden. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt, eigentlich der wichtigste Part. Wir machen einen Termin, dauert 2 bis 3 Stunden. Und da stellen wir eine Reihe von Fragen. Und falls wir vom Simon Sinek, ich habe unten einen YouTube-Link noch verlinkt, das Prinzip von What, How und Why kennt, der weiß schon, wo ungefähr die Reise hingeht. Das heißt, eine der wichtigsten Fragen, aber noch nicht die wichtigste, die kommt ein bisschen später, ist, was macht die Firma? Und damit meine ich grundsätzlich nur die Hard Facts, das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer die herstellen. Einfach nur Hardcore, Hard Facts, was machen sie? Die nächste Frage ist dann das Wie. Da geht es dann ein bisschen in die Art hinein, wie sie ihr Produkt herstellen, wie sie ihre Dienstleistungen durchführen. Einfach, ja, das Wie. Und über allem steht das Warum. Das ist eine interessante Frage, das wissen viele selbst oft nicht. Also ich habe da eine kleine Anekdote gehabt. Wir machten eine Webseite für eine Psychotherapeutin aus Salzburg und mit der habe ich dieses Interview gemacht und die war, also ich war der Meinung, dass eine Psychotherapeutin in so einer Interviewsituation eigentlich gut reagieren kann, dass sie der gewachsen ist, aber die habe ich dann ziemlich fertig gemacht mit meinen Fragen. Hat während des Interviews auch selbst überlegt, warum sie es macht und ist dann selbst auf einige Dinge gekommen. Die war, ich glaube, ziemlich durchgeschwitzt nach dem Interview oder war ziemlich happy, weil es selbst für sie ein bisschen eine Richtungsweisung war und hat sie dann sehr gefreut. Wo man sich dieses What-How-Why-Prinzip sehr gut anschauen kann zum Beispiel, ist auf der Apple-Homepage, ja, ich weiß, eine sehr hohe Latte, aber wenn man sich die einzelnen Produktseiten ansieht, die ziehen das alle
genau darauf ab, darüber auf. Und zwar über das Warum. Warum braucht der Kunde das? Warum macht Apple das? Und du hast eine elendlange Seite, fast schon ein Scrollmonster. Und da geht es noch gar nicht um den Verkauf des Produkts, sondern eigentlich nur um die Vorzüge des Produkts, warum der Kunde mit dem dann einfach gut dasteht. Zumindest aus Sicht von Apple. Und der Kaufen-Button ist irgendwie nur ganz unten gut versteckt. Also What Hawaii ist einmal ein Teil des Interviews und klärt einmal grundsätzlich in Sachen von Hard Facts, was das dann genau macht, die Firma. Im Rahmen des Interviews stelle ich dann eine Reihe weiterer Fragen, Details zur Firma, zum Auftraggeber, zur Auftraggeberin. Wie lange gibt es die Firma schon? Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Gibt es Dependancen in anderen Ländern oder anderen Städten? Welche Kundinnen und Kunden hat das Unternehmen? Das ist auch eine recht entscheidende Frage. Und da komme ich dann später noch auf die Buyer-Persona, erkläre ich dann auch dazu, weil ein Unternehmen sollte schon wissen, welche Kundinnen und Kunden es hat, damit sie die auch richtig in der korrekten Tonalität ansprechen kann. Das kann schon sein, zum Beispiel die Entscheidung, bin ich auf der Webseite mit meinen Kunden per du oder per sie, eine Grundsatzfrage, die sich viele noch gar nicht überlegt haben ab dem Zeitpunkt. Was unterscheidet die Firma von Mitbewerbern? Das ist auch recht wichtig, weil viele Firmen gleiches Zeug anbieten, gleiche Dienstleistungen, gleiche Produkte und der Unterschied zu den Mitbewerbern eigentlich relativ klassisch, relativ klar herausgearbeitet werden muss, damit man sich einfach nicht in den Mainstream bewegt. Welchen Benefit hat man vom Angebot? Also wie profitiert der Kunde, der Kunde oder derjenige, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt? Was hat er davon? Und auch eine ganz lustige Frage ist, wie sieht die Welt ohne dem Angebot aus? Was fehlt dem Kunden? Und damit kann man dann rückschließen, wie man das Produkt, die Dienstleistung dann auch verkaufen kann. Wenn man, im Idealfall verkauft man das dann natürlich positiv, indem man die Welt beschreibt, wie sie schon ist mit dem Angebot und dann kann man eigentlich recht schöne Marketingtexte draus schreiben. Die wichtigste Frage, und die wird erstaunlicherweise wirklich sehr selten gestellt. Ich war bei einer Softwarefirma in St. Pölten, die haben schon zwei Agenturen vor uns gekickt. Die waren schon ein bisschen ungut und wollten schon keine Agenturen mehr sehen, wollen aber unbedingt eine neue Homepage. Wir basteln jetzt aktuell immer noch dran. Aber ich habe dieses Interview dort geführt. Da war der CEO dabei und die Marketingabteilung und dann sitze ich dort und stelle die Frage, was wollt ihr eigentlich mit der Homepage? Was ist der Zweck? Dann schaut er mich kurz an, der Chef, und sagt, Sie sind der Erste, der diese Frage überhaupt stellt. Also was gut, Sie zu präsentieren. Aber da gibt es halt dann meistens schon eine Antwort auf die grundsätzliche Struktur. Wie baue ich die Webseite, Menüführung auf? Im Grunde kommen auf diese Frage in den meisten Fällen zwei Antworten retour, also zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Firma braucht nur eine Visitenkarte, sprich die Firma ist bekannt, die Firma ist vielleicht eine, die in einer Nische beschäftigt ist, wo sich die Protagonisten eh schon alle kennen und der braucht nichts anderes als eine erweiterte Visitenkarte, die den Eindruck, den der potenzielle Kunde eh schon hat, einfach nur unterstreicht. Da kann ich dann eigentlich auf SEO und so weiter pfeifen, da kann ich viel mit iCandy arbeiten und da ist jetzt die Customer Journey, glaube ich, gar nicht so wichtig. Die zweite Antwort, die dann meistens kommt, ist, ja, Sie wollen gefunden werden, SEO-Ranking ist wichtig, es muss ein Shop sein, es muss eine Customer Journey vorhanden sein, ich brauche einen Call to Action am Schluss. Und dann wird es schon ein bisschen aufwendiger. Die Überlegungen, die man sich dann machen muss zur Struktur von einer Seite, sind dann schon ein bisschen wichtiger. Nach den 2-3 Stunden setze ich mich dann, habe natürlich alles mitgeschrieben, setze ich mich dann in aller Stille in mein Büro und verwerte den Input, den ich da bekommen habe. Das sind dann meistens 2 bis 3 Seiten. Und dann erstelle ich, und das ist ein wichtiger Punkt, der auch für die Kommunikationsstrategie einer Firma ganz wichtig sein kann, aber auch für die Tonalität auf einer Homepage, eine Buyer-Persona und eine Company-Persona. Dann
mache ich einen kurzen Ausflug. Grundsätzlich ist das recht komplex, aber eine Persona ist im Prinzip eine genaue Beschreibung, wie soll ich sagen, wie eine Firma als Person aussehen würde oder wie der Kunde als Person aussehen würde. Und da kann man schon ziemlich ins Detail gehen. Wir haben das für unsere Destillat-Firma oder unsere Arbeitsgemeinschaft auch gemacht. Da schwenke ich mal kurz rüber. Warte, Moment, jetzt muss ich da mal zurück. So. Die ist schon ziemlich spezifisch. Also wir haben uns überlegt, wer sind wir? In dem Fall geht es um den Kunden. Wer ist unser Kunde? Wer ist unser Wunschkunde? Wenn man einen Wunschkunden definiert, kann man den auch ziemlich konkret ansprechen. Und da geht es wirklich ins Detail. Also wir haben uns jetzt nicht durchringen können, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ist uns auch egal. Alter, Familienstand, Wohnort. Was macht die Person im Alltag? Welche Werte hat diese Person im Leben? Vor welchen Herausforderungen steht diese Person? Und was für ein Kommunikationsverhalten? Und wann immer wir Texte gestalten oder in unseren Auftritt machen oder weiß ich nicht, einen neuen Folder, einen neuen Flyer machen, schauen wir uns das an und wissen ganz genau, wie wir diese Person ansprechen müssen. Dasselbe haben wir auch für uns. Und wir haben diese zwei Personas gegenübergestellt und daraus ergibt sich eigentlich schon eine fertige Kommunikationsstrategie. Das Einzige, was man sich dann vorstellen muss, ist, wie reden die beiden miteinander. Und dann weiß ich schon, sind die per Du? Kann ich ein bisschen lustiger sein auf der Homepage oder ist das was ganz was Trockenes? Also die Persona von einer Anwaltskanzlei würde vermutlich ganz anders ausschauen als die hier, die wir haben. Die ist eher, ja, jovial, glaube ich. Aber dann weiß ich, wie die beiden kommunizieren und das hilft mir dann beim Textschreiben extrem, weil ich mir nur vorstellen muss, wie die beiden miteinander reden. Genau, wie muss ich die Homepage im Auftritt nachgestalten? Wie strukturiere ich die Homepage oder einzelne Seiten? Das ist auch noch ein Ergebnis von dem Interview, weil ich dann ungefähr weiß, wie viel Inhalt muss transportiert werden. Ist es weniger Text, ist es mehr Text, bei viel Text ist es dann sinnvoll, die Seite in Unterseiten aufzugliedern, einzelne Produkte, einzelne Dienstleistungen herauszukitzeln. Und da bin ich dann schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Entschuldigung, das war jetzt der falsche. So. Vorher habe ich ja die wichtigste Frage gestellt, was ist der Zweck der Homepage? Ist die Antwort eine simple Visitenkarte? Dann reicht meistens so ein kleiner One-Pager mit viel Eye-Candy, viel Parallax-Effekten und Sachen, die von links und rechts hineinflutschen in die Homepage. Der Kunde braucht nur eine Bestätigung des schon vorhandenen Eindrucks. Natürlich die üblichen Subseiten müssen rein, alles was rechtlich notwendig ist. Und ja, nicht nur eventuell, sondern sogar ziemlich fix eine Möglichkeit zu kontaktieren. Da halt mit viel Eye-Candy. Und die Seite, die da entsteht, ist eigentlich mehr ein i-Tüpfelchen. Und man hat sonst nicht viel weitere Zwecke. Will der Kunde gut ranken? Will er gut gefunden werden? Call to Action? Dann empfiehlt es sich natürlich, die Seite anders zu strukturieren, insbesondere halt mit vielen Subseiten. Die technischen SEO-Hausaufgaben müssen gemacht werden, also die Alternativtexte für Bilder, die Überschriftenstruktur, aber da seid ihr sicher die Experten, da muss ich jetzt nicht so viel über diesen technischen Part erzählen. Inhalt mit Fokus auf Keywords, das heißt, ich glaube, es gibt hier im Joomla.de auch einen Vortrag über Search Engine Order, aber möchte ich gar nicht so ins Detail darauf eingehen, aber ich schreibe die Inhalte dann mit Fokus auf Keywords, zumindest mache ich es meistens so. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, dass meine Seite auf Teufel komm raus SEO optimiert, weil wenn ich mir 10 Seiten anschaue, die sagen, wie super und wie toll SEO ist und wie man es richtig macht, hat man 10 verschiedene Meinungen darüber. Grundsätzlich ist, glaube ich, einfach nur wichtig für Google, dass die Seite aufgerufen, gern gelesen wird und Google merkt das schon, wenn die Seite dem Kunden oder der Kundin einen wirklich guten Inhalt bietet. Die Seiten gut strukturieren und möglicherweise für unterschiedliche Dienstleistungen macht man dann Subseiten, Landingpages. Der Vorteil von diesen Landingpages ist, dass man ein bestimmtes Produkt ausführlicher beschreiben kann und da innerhalb von der kompletten Seite in einer Landingpage dann noch einmal abzielt auf ein bestimmtes Keyword und somit dann für dieses Produkt auch ein gutes Ranking verursacht.
eine Überseite natürlich mit Platz halten, Platz für die Persönlichkeit der Firma. Wenn man eine sympathische Story hat, zum Beispiel eine sympathische Familienfirma ist, kann man da viel drüber schreiben. Ich mag es ganz gerne, wenn man sehr viel über die Persönlichkeit arbeitet. Das geht ganz gut bei Einzelpersonen, Unternehmen oder KMUs. Da kann man dann auch relativ viel Storytelling reinschreiben. Eine Shopseite, einen Blog, der eigentlich ein Blog sein sollte, White Papers, was auch immer. Also will der Kunde, dass die Seite für ihn arbeitet, dann braucht es ein bisschen mehr. Und man führt, glaube ich, mit strukturierten Inhalt ganz gut zum Call to Action. So, wie geht's weiter? Ich habe also dieses Interview gemacht. Wir haben eine ganz, eigentlich schon sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir die Seite strukturieren. Wir haben textlichen Inhalt, wir wissen schon, ein One-Pager oder Subseite mit viel Inhalt, und dann schreibe ich im Grunde den Text. Zuerst stütze ich mich auf die Startseite. Der Workflow ist dann so, dass ich einen Sample-Text schreibe. Wie gesagt, ich stelle mir dann vor, wie die zwei Personas miteinander reden. Und schreibe. Aber ich schreibe nicht einfach drauf los, sondern ich arbeite mit Textformeln, und da kommen wir dann zu dem Fehler, den der Florian schon angekündigt hat. Die Textformeln möchte ich zumindest eine davon noch ein bisschen genauer noch vorstellen nachher. In diesem Text-Sample, den ich dem Kunden schicke, wissen wir dann schon oder einigen wir uns auf die Tonalität, passt zum Kunden auch, und dann haben wir hier ein Vorgehen, wie wir den Text weiterschreiben. Das passiert in mehreren Feedback-Schleifen und geht abschließend dann zu einer externen Korrektur. Das ist für mich ganz wichtig, weil Rechtschreibfehler und der grammatikalische Fehler sind wirklich ziemlich peinlich. Zumindest mir. Aber ich habe schon Seiten gesehen, wo es scheinbar den Leuten egal ist. Basierend auf dem Text leiten wir dann ab, braucht es Fotos, braucht es Grafiken, Strukturfunktionalität, und dann machen wir einen Entwurf. Der Entwurf, der passiert dann eigentlich in einer Live-Test-Umgebung. Wir basteln sehr gerne am offenen Herzen, und dann sieht man auch eher, wie die Seite dann wirkt. Die Zielsetzung von einzelnen Seiten, und da sind wir jetzt schon weg von der Menüführung, weil die wissen wir schon, ist, und da spielen wir noch einmal dieses Marketing-Blabla, ist die Customer Journey. Wir wollen den Besucher strukturiert dazu bringen, dass er zum Schluss etwas macht. Und meistens ist es ein Call to Action. Ich habe eigentlich lieber den Call to Benefit, was im Grunde das Gleiche ist, aber ein Call to Action wäre beispielsweise so ein Button zum Schluss, wo drin steht, jetzt kaufen. Finde ich persönlich nicht sonderlich ansprechend. Ich versuche immer den Kreis zu schließen mit einem Versprechen, das ich oben im Text gebe. Und unten dann den Kunden einlade, diesen Benefit wahrzunehmen. Also ich verbinde da meistens die Emotion mit einer Action. Beispielsweise steht da unten dann lieber, jetzt Teil unserer Vision werden, und dann passiert was. Entweder kommt man zu einem Produkt oder zu einem Kontaktformular. Gefällt mir aber besser mit, wenn wir Sie überzeugt haben, rufen Sie uns an. Das ist irgendwie fad. Ja, ist halt grundsätzlich Oldschool-Marketing, was wir machen damit. Wie gesagt, nichts davon haben wir selbst erfunden, aber den Workflow einfach aus verschiedenen Sachen zusammengebastelt. Wir verwenden Textformeln. Und aus dieser Textformel, die strukturiert quasi den Text, leiten wir dann die Struktur ab und auch, wie die Homepage oder eine Subseite geordnet ist. Es gibt eine ganze Menge von Textformeln. Eine der bekanntesten, aber schon ein bisschen angestaubt, ist die sogenannte AIDA-Textformel. Das heißt, ich platziere einen Absatz, der Attention erzeugt, einen, der Interesse weckt, dann Desire, also der Wunsch, das, was wir anbieten, verkaufen, haben zu wollen, und daraus dann die Action, die Aktion ableitet. Wie gesagt, irre alt, ich glaube, das ist 1900 irgendwann, 4, 5, 6 erfunden worden, und das kennt man. Eine, die ich ganz persönlich ganz cool finde, aber für Webseiten nicht so geeignet ist, ist Schmerz, Qual und Medizin. Die eignet sich eher für weiß ich nicht, Facebook-Werbungen und so kurze Geschichten, dass ich definiere einen Schmerz des Kunden. Ich bohre noch einmal ordentlich in der Wunde, aber ich biete dann auch die Medizin davon an. Also ich als Fotograf spekuliere damit, dass ich einmal sowas auf Facebook schalte wie, ihr Bewerbungsfoto schaut aus wie ein Passfoto.
Das wäre der Schmerz. Dann bohre ich noch einmal in der Wunde und sage, Sie haben Angst, dass Ihre Bewerbung auf der Ablage landet oder im Mistkübel. Das wäre die Qual. Und dann biete ich den Mediziner an, das muss nicht so sein, jetzt ein schönes Bewerbungsfoto buchen. Also das wäre SQM. Wer es gerne in Slow Motion hat, nimmt die Questformel, die braucht halt viel Platz. Zuerst qualifiziere ich den Kunden. Da kann man dann auch schon den Kunden, den Wunschkunden trennen von einem Kunden, mit dem man nicht zusammenarbeiten will. Das ist eigentlich auch wichtig zu definieren, mit wem man nicht zusammenarbeiten will, aber es ist eine andere Geschichte. Ich verstehe den Kunden, ich erziehe ihn, ich stimuliere ihn und dann transitiere ich ihn in eine Action rein. Auch nicht so geeignet für Webseiten, ist eher ein bisschen Slow Motion. Meine Lieblingsformel, und jetzt kommt er endlich, der Bähler, besteht aus den Strukturteilen, die Belohnung, die Empathie, die Lösung und die Action. Und auf die möchte ich jetzt gern ein bisschen genauer eingehen, weil ich sehr viele Seiten mit genau dieser Textformel gestaltet habe. In einer kurzen Headline stelle ich dort die Belohnung in Aussicht, das heißt, ich verspreche etwas, aber wichtig, dieses Versprechen muss ich auch halten können. Das sollte nicht sein, dass man, dass man einfach nur so sagt und dann nicht stimmt. Das ist meistens nur eine kurze Headline und ich zeige es dann gleich bei einer Beispielseite her, aber ich stelle eine Belohnung in Aussicht. Dann habe ich einen Baustein, der den Besucher empathisch abholt und ich sehe gerade, der Satz ist auch nicht ganz deutsch. Auf den Kunden eingeht, auf seine Bedürfnisse eingeht und in dem zeigen wir, dass er im Grunde bei uns richtig ist, weil wir ihn verstehen. Dann kommt relativ staubtrocken der Lösungsteil. Wir haben die Lösung für das Problem. Und auch das ist nicht ganz deutsch, sehe ich dort. Wunderbar, schön blamiert. Anyway, aber ich biete an, relativ trocken eine Lösung. Ich erkläre, was ich mache und wem das hilft. Und zum Schluss dann der klassische Call to Action oder wie ich es lieber sage, Call to Benefit, wo ich den Kunden dann einen Kreis schließe zur Belohnung und den Kunden dann einlade, den Benefit wahrzunehmen. Ich wechsle jetzt mal kurz rüber auf die, das ist eine Seite einer Wiener Marketingagentur, die machen Datenanalyse, Big Data Analysis, relativ fad, was die tun. Und die haben uns beauftragt, die Seite neu zu gestalten, also ein komplettes Rebranding. Und wenn ich jetzt auf die Bähler-Formel zurückkomme, kann man es hier ganz gut sehen. Der Part hier oben bis hier nach unten ist im Prinzip die Belohnung. Also die Kunden wissen genau, sie werden erfolgreicher und sie wissen ganz genau, warum. Weil der Kunde will, dass die Marketingaktionen, für die er ja viel Geld ausgibt, erfolgreich sind. Dass sie einen Return of Investment haben, on Investment, der einfach das, was sie einsetzen, um diese Marketingaktion zu machen, dann auch wieder so einspielt und im Idealfall sogar übersteigt. In diesem Part, ihr könnt euch das dann nachher anschauen, dieser Part ist die Empathie. Das heißt, ich adressiere ein wenig die Sorgen und die Herausforderungen, vor denen der Kunde steht und versetze mich in ihn hinein. Ich habe hier das Stilmittel gewählt, dass ich den Kunden direkt anspreche. Das heißt, der Kunde fühlt sich auch angesprochen, der weiß dann ganz genau, es geht um mich, er versteht, was ich will. Und was dabei noch ganz cool ist, wenn man den Kunden direkt anspricht, man erspart sich das Dilemma mit dem Gendern, weil ich das hier einfach nicht machen muss. Ich spreche ihn direkt an und ob der Adressat jetzt männlich, weiblich, divers ist, ist an dieser Stelle überhaupt nicht wichtig. Das heißt, ich habe es hier einfach nur hier einmal einbauen müssen, weil da geht es um Dritte, aber grundsätzlich ist das ein feiner Zug, um sich das zu ersparen. Ganz super sind dann, wenn man hat nicht jeder leider, aber Testimonials, die das unterstreichen. Also ich habe es auch absichtlich an dieser Stelle platziert, weil wir hier in dem Part den Kunden emotional abholen und gleich darauf, zack, Kunden, die genau das schon bestätigen, dass die Sorgen, die wir adressieren, tatsächlich auch von uns gelöst werden können. Das heißt, wenn man Testimonials hat, sollte man die relativ weit oben, idealerweise unter dem Empathie-Part platzieren. Die kommen dort richtig gut. Der Rest ist ein bisschen fad. Das ist jetzt eigentlich schon die Lösung.
Die wollten hier alles auf einer Seite, es war auch auf der alten Seite so, also hier wird staubtrocken, ich habe es sogar formuliert, so nicht sexy, staubtrocken, habe mich etwas gewundert, dass der Kunde das angenommen hat, aber hat mich dann doch gefreut. Hier wird dann erklärt, was der Kunde macht, nicht der Kunde, sondern die Firma in dem Fall. Ein paar schöne Grafiken haben wir dann eingebaut von Patrick, der halt dem CI der Website entsprechend dann noch die Grafiken erstellt hat. Und hier unten, dieser Part wäre dann der Call to Benefit. Das heißt, wir schließen den Kreis zu dem Versprechen oben, inszenieren Sie Ihre Botschaft optimal, erreichen Sie Herz und Hirn, rufen Sie die gewünschte Reaktion vor. Das ist unser Anspruch. Und hier noch einmal der Schluss zu dem Claim von oben im Sichtflug. Starten Sie einen Sichtflug mit Sattel und Partner. Das ist dann im Grunde der Call to Action, Call to Benefit. Das ist quasi Bela. Ich habe auf meiner Website einen Blog über die Formel, wo ich es noch einmal genauer erkläre. Das ist dann eh auf meiner Seite, wo ich dann die Präsentation zum Download anbiete, zu sehen. Und dann könnt ihr es dann, wenn euch das interessiert, noch einmal genauer anschauen. Ja, wie gesagt, es gibt, ich gehe nochmal zurück, noch einige andere Textformeln, wie man einen Text strukturieren kann. Bela ist meine Lieblingsformel, aber in dem Buch von der Daniela Rohrig werden die alle super erklärt und da kann man ja die Waffe der Wahl eigentlich wählen, bevor man einen Text schreibt. So, ja, habe ich jetzt schon lang geplappert. So, das war der Bela, Entschuldigung. Der Feinschliff. Wir haben jetzt den Text geschrieben, der Text ist abgenommen worden, wir haben eine Struktur, wir haben Inhalte, wir haben die passenden Fotos, wir haben die Logos, wir setzen das Ganze in einer Testumgebung um. Ein No-Brainer, wir schauen es natürlich auf unterschiedlichen Geräten an, wir sehen oft erst, wo noch was fehlt. Wenn wir dran basteln, ist zu viel Inhalt vorhanden, kann ich das irgendwie lesbar auflockern. Also es geht schon, dass man viel Text auch auf einer Seite unterbringt, indem man einfach mit verschiedenen Schriftgrößen arbeitet, Text fett formatiert und so weiter. Da kann man auch viel Text relativ aufgelockert präsentieren, ohne dass wir ihn radikal kürzen. Wir sehen beim Testen, ob wir ein Scrollmonster erschaffen haben, dann schrecken wir uns immer. Aber dann müssen wir dort noch einmal nachwassern. Oder wenn zu wenig Inhalt vorhanden ist, dann eben die grafische Aufpeppung, Fotos, Logos, was auch immer. Und damit kommen wir dann eigentlich schon zum Lieblingspart unseres Prozesses. 20 Minutes later ist es natürlich völlig übertrieben, aber wir präsentieren das Ganze, wir haben diverse Feedback-Schleifen, wir haben die Abnahme des Kunden, wir haben das Go-Live und unser Lieblingstask dann die Rechnung stellen. Genau, das war so in a nutshell unser Workflow. Die Literaturliste, also wie gesagt, das Buch von der Daniela Rohrig, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr einfach erklärt und das hat uns schon viel geholfen bei der Strukturfindung. Dann gibt es den Albert Heiser mit dem Wirkstoff Werbetext. Das ist ja Stilkunde eher, geht sehr tief, ist ein bisschen staubtrocken auch. Aber auch sehr hilfreich. Und dann bin ich noch auf eins gestoßen vom Dietmar B. Golf. Da würde ich empfehlen, das erst zu lesen, nachdem man ein Glas Wein getrunken hat. Es ist ein bisschen schwer, da reinzukommen. Es ist auch nur ein ganz dünnes, aber dann ist es pure Inspiration. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Und zum Schluss noch ein paar Beispielseiten, die wir genau nach diesem Workflow umgesetzt haben. Sind eigentlich so die Doc mit Herz gefällt uns zum Beispiel extrem gut. Das ist so unser neuer Maßstab, wie wir Seiten gestalten wollen. Ist dann eh alles in der Präsentation dabei. Und genau, das war es einmal von meiner Seite. Ich switche mal rüber in das Work Adventure und öffne mal für Fragen. Ja, vielen Dank, Matthias. War sehr, sehr spannend, sehr interessant. Auch für mich wieder mal einiges Neues dabei. Den Bela mag ich, finde ich noch immer spannend, finde ich noch immer interessant. Hören tue ich ihn fast noch lieber, aber es war so auch trotzdem eine wunderbar spannende, ja, spannender Vortrag. Ich sehe schon die ersten Applaus-Klatsch-Hände im Publikum. Vielen Dank. Ich sehe leider das Work Adventure-Team, sie da jetzt links nicht. Keine Ahnung, okay. Warum, aber wurscht.
Ja, stimmt, du hast ein schwarzes. Ja, aber es gibt zahlreichen Applaus. Hat jemand Fragen dazu? Dann bitte vortreten auf die Bühne. Na, da kommt jemand oder nicht? Nein, biegt wieder ab. Hier verlässt den Raum. Okay. Hat ihm nicht so gefallen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich... Jetzt switch ich noch ganz kurz einmal in die Folie rein. Mhm. Ich habe eine Landingpage für Leute gemacht, die Präsentation gerne runterladen wollen. Das wäre downstairsaffair.com/joomla-day. Da kann man sich die Präsentation dann runterladen. Ich weiß nicht, vielleicht wird sie den Link dann noch irgendwann verschicken oder so, aber das wollte ich noch kurz loswerden. Mhm. Okay. Auch von mir ein großes Dankeschön. Ich fand es auch sehr interessant. Sehr gerne. Ja, nachdem es wohl jetzt keine Fragen mehr gibt, gehen wir ein bisschen früher in die Kaffeepause. Ist ja nicht schlecht. Es geht dann